Zum vierten Mal in Folge lud der Kreisbauernverband Teltow Fleming zum Tag der Landjugend ein, in diesem Jahr in die AfB Agrar GmbH Fleming-Land Blönsdorf. Hintergrund: angehenden oder jungen Landwirten einen Einblick in verschiedene Unternehmen zu geben und fachbezogene Neuheiten vorzustellen. Eine Ausbildung zum Landwirt oder zur Landwirtin ist bei jungen Menschen nicht so gefragt, wie man es sich wünschen würde. Auch dabei soll der Tag der Landjugend Abhilfe schaffen. Es ist mit Sicherheit ein Beruf, der nicht so stark nachgefragt wird, wie wir uns das wünschten. Also wir haben generell in Brandenburg und auch im Landkreis Teltow-Fleming Bedarf an jungen Leuten für den Beruf des Landwirts, Tierwirts oder auch der Fachkraft für Agrarservice. Und da könnte mit Sicherheit so manche Lehrstelle noch besetzt werden. Also wir sind daran interessiert, immer wieder junge Leute zu finden, die Interesse an der Landwirtschaft haben. Nach einem theoretischen Teil ging es mit den jungen Landwirten aufs Feld und in die Betriebe. Wir haben uns als Ausbildungsbetrieb vorgenommen, unseren Beruf optimal darzustellen. Das heißt, zu zeigen, was können wir der Jugend bieten und wie interessant machen wir unseren Beruf. Und dafür haben wir den Tag der Landjugend, um auch anderen Auszubildenden oder schon jungen Facharbeitern zu zeigen, wie funktioniert der Betrieb oder wie funktioniert der Betrieb, dass auch mal Parallelen ziehen können und einschätzen können, sind wir da im richtigen Metier. Und ich glaube, heute ist auch so ein Tag, wo wir einen Einstieg bringen können in unsere Arbeit als landwirtschaftliches Unternehmen. Wir haben uns, wie gesagt, mit Precision Farming vorgenommen, zukunftsorientiert zu wirtschaften, erfolgreich zu wirtschaften, und das wollen wir den Jugendlichen so rüberbringen. Eingeladen waren aber nicht nur Auszubildende, auch Jungfacharbeiter konnten ihr Wissen beim Tag der Landjugend erweitern. Ich finde den Beruf schon sehr interessant. Ich habe es auch gelernt und es war immer mein Wunschberuf. Also es war jetzt nicht irgendeine Notlösung. Und es bringt heute sehr viel. Da ich in der Tierproduktion tätig bin, vieles neu. Vieles, was man nur so ein bisschen mal gehört hat, aber es vertieft einiges und ist sehr interessant, ja. In landwirtschaftlichen Berufen wird nach wie vor mit Hand und Kopf gearbeitet, obgleich vieles durch modernste Technik erleichtert wird. Anders sieht es im marktwirtschaftlichen Bereich aus. Schnell und marktorientiert reagieren ist gefragt. Und daraus ergeben sich auch die Ansprüche an die Facharbeiter. Also die Ansprüche wechseln ja ständig, aber sie wackeln eben doch mit den Märkten mit, sage ich mal, dass eben bestimmt auf bestimmte Marktentwicklungen reagiert wird und die Landwirte natürlich versuchen, sämtliche Trends mitzunehmen. Und da muss man eben sehen, dass man immer aktuell dranbleibt, um eben, ich sag mal, die richtige Entscheidung, die richtige Anbaustrategie, die richtige Sortenstrategie zu wählen, um eben dann in der Vermarktung, ich sag mal, seine Produkte auch entsprechend sicher und hochwertig abgesetzt zu bekommen. Die Ansprüche sind schon differenziert zu werten gegenüber früher. Früher war der Landwirt oder früher war der ein Bauer, der war vielseitig ausgebildet auf seinem Betrieb. Heute ist es schon mehr oder weniger eine richtig gute Spezialisierung der Einzelnen, die natürlich umfassend auch ihren Betrieb kennen müssen. Aber sie sind schon spezialisiert auf die Technik, die sie im Prinzip nachher unter sich haben und mit der sie arbeiten. Also da müssen sie schon richtig fit sein. Eine große Entwicklung zeichnet sich im Bereich der Technik ab. Hier hat sich viel getan, was die Arbeit zwar oft erleichtert, aber auch neue Anforderungen an die Auszubildenden stellt. Die neue Technik, das ist alles über den Computer, geht das alles jetzt. Und man ist erleichtert, man braucht nicht wie früher nach einem Spurweiser gucken. Man stellt sich GPS ein, man macht sich in eine Spur und dann fährt er ganz gerade immer wieder dieselbe Spur. Man stellt die 6 Meter ein und dann weiß der, wo der wieder hinzufahren hat. Und dann ist das erleichtert eben Fülle. Man braucht nicht gucken, das ist nicht so anstrengend. Und vor allen Dingen, man kann dann auch zwischendurch die Maschine besser beobachten, was die hinten macht oder was der Computer macht. Man braucht nicht nach vorne gucken, um das auch gerade zu fahren. Das macht alles der Trecker, die Technik. Vor allem, wenn ich den Beruf lernen will, dann muss ich auch den Wille haben. Und ohne Wille geht es nicht. Wenn der Spaß nicht da ist, um die Technik umzugehen, dann haut der Beruf nicht hin, würde ich sagen. Aber man muss da mit Freude rangehen. Eine Ausbildung zum Landwirt oder zur Landwirtin hat eine große Zukunftsperspektive, verspricht der Kreisbauernverband. Wir müssen davon ausgehen, dass wir ja auch morgen noch essen wollen. Und letztendlich ist die Hauptaufgabe ja unseres Berufes, die Lebensmittel oder die Grundlagen für die Lebensmittelproduktion zu schaffen. Nebenbei gibt es auch die Sparte der Energiegewinnung, also Energiepflanzenanbau. Aber im Haupterwerb, sage ich mal, ist die Lebensmittelproduktion der Schwerpunkt. Der Tag der Landjugend war wieder ein großer Erfolg und er wird sicherlich auch im nächsten Jahr erneut stattfinden.